Eine Bewährungsprobe in der Showbranche, aber auf einer kleineren Bühne hat es auch beim kleinen Privalo im Aargauischen Birr gegeben. Dort, wo schon etwa eine grosse Karriere gestartet ist, haben gestern diverse Schweizer Nachwuchskünstler versucht, ihren Traum zu verwirklichen. Es wird gejodelt, gegeigt, Didgeridoo gespielt und aus Leibeskräften gesungen. So unterschiedlich die Darbietungen am kleinen Privalo auch sind, eines haben die Nachwuchskünstler gemeinsam: Nervosität kurz vor dem großen Auftritt. Immer. Also ein Nervenswrack, komplett Herzschlag im Hals oben und wirklich also furchtbar. MUE. Es kommt einfach so viel Freude in mich, dann geht die Nervosität weg. Weil ich kann das nicht beschreiben. Ich sehe die Leute gar nicht. Ich tue einfach mit ihnen reden, so gesagt. Ein bisschen vorher, ein bisschen, aber wenn du auf die Bühne gehst und die Leute siehst, die dann fast ausflippen und so hohe Freude haben, also dann vergiss ich das alles. Lampenfieber und Nervosität gehören einfach dazu und machen sogar vor erfahrenen Bühnenprofis wie Monika Kelly nicht Halt. Es ist wichtig. Man muss ein bisschen nervös sein vor dem Auftritt. Das geht mir auch so. Ich denke immer, mein Gott, wenn du schon draußen wärst, und dann freut man sich zum Rausgehen und dann passiert es auf der Bühne. Das ist ganz wichtig. Jeder der jungen Künstler hat also sein eigenes Rezept, wie er die Nervosität kurz vor dem großen Auftritt überwindet. Rauch und Bier trinken. Dann muss ich. Dass ich meistens das Programm immer schnell durch den Kopf gehen lasse. Und ja, das ist es eigentlich. Viel kann man nicht machen. Ich kann gar nichts machen. Ich fange einfach mal an und irgendwann macht es Klick und dann funktioniert es. Bei Ihnen hat es funktioniert. Patricia gewinnt in der Sparte Schlager. Das Jugendcurly Appenzell holt den kleinen Privalo in der Sparte Jodel. Und die Sieger der Kategorie Volksmusik heißen Chaliburbe. Dass der kleine Privalo der Startschuss für eine große Karriere sein kann, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Von Piet Schwäber über Marianne Cartomen, über Francine Jordi, über auch Öste Dritte, die sind alle zum ersten Mal hier beim Privalo auf der Bühne gewesen, zum Teil hier da im Wiedenhof. Und das ist ganz wichtig, dass die Jungen sich präsentieren können, dass sie nachher auch bekannt werden. Und durch das kann man eigentlich durch den Privalo ganz hervorragend machen. Es ist eine von den Plattformen, wo man eigentlich müsste dabei sein. Und eine Plattform, die zeigt, wie vielseitig sich die Showszene Schweiz von morgen präsentiert.